Moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit David aka The Boost. Oh was yeah. geht ab? Was geht? Ja, ich freue mich. Wir testen heute in meinem Winkel, in meinem Vlog einen neuen Winkel, so rum. Ich habe die Kamera jetzt am Kinn und habe endlich den neuen Helm auf, also der farblich zu der Karre passt. Viel besser, muss ich wirklich sagen. Also mein Kompliment an der Stelle. Glaubst du, die halten den Mindestabstand ein? WTF? Ist das für eine Ansammlung? Also ich weiß, was es für eine Ansammlung ist. Das ist hier für diese Drogenabhängigen. Da dürfen die legal quasi sich spritzen und so. Ja, aber hä? Ja, ich habe es auch nicht verstanden, warum die da jetzt denn? Alle sind. Das, egal, war eine fucking Volksversammlung. Ich will das Thema eigentlich gar nicht jetzt ansprechen. Nee, bitte darüber nicht. Bitte sind die ganzen nicht. Medien voll, das brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte eigentlich um, dass es um das Bike geht, die Kamera, um geilen Vlog. Aber ich muss schon sagen, trotzdem nochmal angesprochen, am Anfang haben sich Leute echt gut dran gehalten. Aber jetzt guck mal hier, hä? Alter, überall stehen die zu viert, als Gruppen. Aber hier, er hat wenigstens eine Schutzmaske am Kinn. Ja, null. Muss man sagen. Boah, Digga, guck mal da hin. Das ist doch der Wahnsinn. Hier sind wir am Steindamm. Das ist so ein Viertel. Hier gibt es die ganzen türkischen Läden und hier halten sich extrem viele Immigranten auf und so weiter. Weiß nicht, wie so Neukölln oder so, würde ich sagen. Oder ist das schon nicht mehr so? Gott, meine, das, die Berliner fassen sich an den Kopf. Aber hier gibt es halt diese ganzen indischen Restaurants, Türken, die Bazars? Bazare? Bazare? Ja. I have no idea. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß, ja, könntest du mir... Und hier gibt es halt auch richtig geile Süßigkeiten, türkisches Food und so weiter. Guck mal hier. Uiuiui, ja, Mensch. Hat uns gar nichts gebracht. Dann kommt die rote Ampel, geil. Mensch, da haben wir auch schon eine Sekunde jetzt gespart, ne? Auf jeden Fall haben wir richtig schönes Wetter. Und ich freue mich. Wir waren gestern unterwegs, haben Fotos gemacht. Das heißt, check gerne mal Blackout auf Instagram aus. Wir haben extrem geiles Fotoshooting gehabt mit Kelvin. Und ja, das Wetter ist endlich so schön warm, dass man wieder mit Protektorenweste unter dem Pulli fahren kann. Deswegen checkt auch unbedingt mal auf Ehrenbruderbasis den Merchandise aus. Da habe ich schon ewig keine Promo mehr gemacht. Aber jetzt ist natürlich genau das Wetter wieder dafür. Ne? Man braucht quasi gar keine Jacke mehr. Ich weiß auch nicht, warum du eine Jacke trägst. Aber ja, im Pulli ist es geil mit Protektorenweste. Wo du das gerade ansprichst, Lukas hatte gestern so einen Zip-Hoodie an. Ah ja, den kenne ich. Und ich dachte mir so, okay, gut, geisteskrank. Schön auf der R1, ne? Ja, genau, Lukas hat irgendwie mit Protektoren nicht mehr so viel am Hut. Früher hat er doch immer Protektoren-Sachen getragen. Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist hier, also im Video, so beiläufig, das ist hier Full Kevlar und Protektoren. Und ich so, hä, wie, also unter dem Zip-Hoodie oder wo? Das ist halt auch extrem nice, ja. Ey, so geil, also das feiere ich extrem, wenn man so Kleidung wirklich hat, die null auffällt. Und total, so wie unsere Hosen, ne? Voll, ja, genau. Ich habe heute mal wirklich alles an, ne? Wir haben ja auch Protektoren hier in den Jeans und das sind Kevlar-Stoffe und so weiter. Also extrem nice. Boah, weißt du, was ich gerne mal testen wollen würde? Nee, was denn? Wie schnell die überhaupt fährt. Oh Gott, aber also, dafür sind wir jetzt genau in der Innenstadt. Lass mal rechts abbiegen. Ja. Du bist doch schon 250 gefahren, oder? Ja, 251. Boah, sieht so nice aus, wenn das Neongelb in der Sonne scheint. Und da hinten kommt schon die Polizei mit Leuchten an. Oh Mann, ey. Junge, ey. Ich dachte gerade schon, die ist hinter uns. Und da hinter uns kommt schon die Polizei. Alles klar. Und ich gebe meinen Führerschein ab. Tschüss. Ach Quatsch, das ist ja legal. Also wir können ja mal schätzen, was deine Karre Topspeed laufen würde. Ich würde behaupten... Die ist ja auch gedrosselt, ne? Also das macht da auch einen Unterschied. Ich würde sagen 150 so. Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen 160. Boah, wie deine rumknallt, ist nicht mehr normal. Geistesgestört. So, hier müssen wir auf jeden Fall filtern. Wenn ich das da vorne schon sehe, kriege ich Kopfschmerzen. Boah, aber das ist unfassbar eng. Müssen wir ganz links rüber.
Okay. Und Summer, let's go. Summer filtering is back in the air. So sieht's nämlich aus. Filter is in the air. Ich finde auch beim Filtern, das ist echt krass, wie das die Akzeptanz der Leute gesteigert hat. So, als ich 2016 gefahren bin und gefiltert bin, da haben so viele irgendwie gehupt und waren genervt und so weiter. Ich finde, irgendwie hat sich das in eine positive Richtung entwickelt und die Leute akzeptieren das mittlerweile und finden das in Ordnung. Natürlich gibt es immer noch Leute, die es nicht okay finden. Guck mal, die Polizei hält da vorne sogar. Aber ich, jetzt nerven diese Dinger hier halt in der Mitte, ne? Fahr da einfach drüber, das ist so eine super Moto. Pam, pam, pam. Ja komm, mach mal. Fahr mal drüber. Nee. Doch. Ich will doch hier nicht meine doch schöne Karre zerkratzen. Komm jetzt. So, fahren wir jetzt mal vorne. Uiuiui, was ist denn da los? Ah, la Polizia. Das ist so ein geiles Gefühl einfach. Ich kann auch Vollgas geben, und es war nicht Vollgas, aber ich kann schön Gas geben, muss ich aufpassen, weil die können mich ja rausziehen. Lass eine Kontrolle machen, Jungs und Mädels. Let's fucking go. Also ich würde dir, eine Knolle geben, because you have no Reflektor. Ja, aber ich muss sagen, der Reflektor ist in der Post. Also Amazon hat ja gerade echt lange Lieferzeit. Ja, das stimmt. Der ist bestellt und den mache ich tatsächlich auch echt dran. Das ist so ein ganz langer, den kann ich an die letzte Schraube, an die mittlere, ranhängen. Geil, den hatte ich auch. Und dann ist er dran und dann bin ich echt wirklich 100% legal. Selbst mega. Mit Reflektor. Uiuiui, also den hatte ich auch, bis er mir dann weggeflogen ist, nachdem ich 20 Mal Kennzeichen geschliffen habe. Ja, cool. Das hört sich ganz nach David Post an. Oh yes. Aber sonst ist das im Sommer echt das Geilste, wenn irgendwie viel Verkehr ist und du kannst filtern mit dem Bike. Das ist echt so schön. Das ist echt, ich finde, das ist so, nicht mit das Geilste, ist ja totaler Quatsch, aber das ist in der Stadt halt richtig geil, um von A nach B zu kommen. Du bist viel schneller und wenn du vorne an der Ampel stehst, dann kannst du halt auch mal zügig durchfahren, ne? Total. Und ohne halt illegal zu sein, fährst du vorbei, ganz sicher und langsam. Das finde ich nämlich natürlich auch wichtig. Du musst echt langsam fahren, also nicht mit 30 da durchknallen oder noch schneller, selbst auf der Autobahn, sondern mit angemessener Geschwindigkeit, und dann finde ich das voll in Ordnung, ne? Wenn man da vorsichtig ist. Ja, in der Türkei gibt es ja einen, der mit Vollgas immer zwischen den Autos filtert, also nicht nur im Stau, sondern einfach die ganze Zeit, auch auf der Autobahn, wenn eben fließender Verkehr ist, der fährt mit so einem, ich glaube, MT09. Ja, Mann. Ja, genau, der ist das. Der Typ ist echt geisteskrank. Was ich gerade noch sagen wollte, wenn du filterst, du hast ja eigentlich nie die Möglichkeit, nicht zu filtern. Also es ist immer möglich, irgendwo ein kleines Gap zu nehmen, mal eben kleines Shortcut oder über diese Gummipümmel da, über die wir gefahren sind, ne, fährst einfach schnell drüber und dann kannst du weiterfahren. Das ist halt geil. Ich hatte aber eine Situation, und zwar in Thailand, wo ich mit der Supermoto, ich kam nicht weiter, weder über den Gehweg noch sonst wo. Der Verkehr war so eng, war so stuck, ich kam ja nicht das durch. Ja, aber Asien ist auch ein anderes Level. Das war so geisteskrank, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also mit der Supermoto, ich habe keinen Weg gefunden und es war wirklich komplett dicht alles. Aber ansonsten hier in Deutschland geht's eigentlich immer nach vorne. Ich will noch ein paar Wheelies kommen. Ja, auf jeden Fall. Aber dafür ist hier jetzt zu viel Verkehr. Ich würde ganz gerne da irgendwo runterfahren. Ja, da vorne. Und dann können wir ja mal ein bisschen. Weil das macht echt so Bock mit der Karre. Es ist echt so schön. Die läuft so gut, die fährt sich richtig geil. Aber ja, das ist meine Meinung auch. Also wenn ich so Videos sehe, wenn Leute so durch beim Filtern geisteskrank rasen. Null, was macht der da? da kriege ich Gänsehaut. Also läuft mir richtig ein Schauer über den Rücken und ich sehe überall, wenn der jetzt was macht, weil guck mal, wenn du als Autofahrer im Stau stehst, ne, und denkst, das ist eine Lücke oder ich will ja gleich abbiegen, ich fahre schon mal rüber, dann gehst du nicht davon aus, dass irgendwo ein Motorradfahrer durchschießt. Das heißt, die Leute rechnen nicht mit dir und ziehen einfach rüber, weil sie nur das Auto hinten rechts angucken. Und das ist das Gefährliche. Und wir beide haben viele Reaction-Videos geguckt und ihr unter den Zuschauern auch. Wir wissen alle, wie gefährlich das sein kann. Ne? Ja, wir haben zu und dann viele zieht geschaut. Einer vor. Ja, aber auf der anderen Seite, das finde ich auch das Geile bei Reaction-Videos dann wieder. Man lernt, beziehungsweise man kann richtig was draus lernen. Oh, juch. Weil man diese Fehler, die andere machen,
dann nicht wiederholen muss. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen sage ich auch immer, es ist teilweise lustig, ne, wenn man sich Almost Fails anschaut. Aber dann auf der anderen Seite ist es einfach gut, sofern da nicht irgendwie einer drauf geht, das ein bisschen als Lesson zu nehmen. Definitiv. Lull, Fullschräglage mit seinem Scooter. Fix, ja, fix. Komm, Mensch, fahr los mit deinem Porsche. Der sieht aber geil aus von hinten, finde ich. Die wollen dann Wheelie sehen, oder? Nein, die wollten einfach nur, dass du. Dass die du wollen den Wheelie sehen! Aber sowas von! Geisteskrank. Digga, das war so heftig gerade. Das war schon geil. Geht aber nur so gut, weil ich neue Reifen drauf habe. Dann kippen die immer schön und du hast halt wirklich diese präzise Kontrolle. Geisteskrank. Yes, baby, kommt sie nach. Digga. Ich guck mir das Spektakel ganz gern von hinten an gerade. Das ist so, so nice. Der Rollerfahrer fand's gut. Ja, Mann, geil. Der hat so eine Scheibenwischerbewegung gemacht. Ich glaube, das heißt so mega geil, was du da machst, oder? Ah, nee, das heißt geisteskrank. Der ist ja richtig gut, der Wheelie. Komplett geisteskrank. Ja, oder er war geärgert. Also, es hat ihn genervt, dass er eine Vespa fährt und dass er die Vespa nicht aufs Hinterrad kriegt. Das kann natürlich auch sein. Ah, lass die Hater haten. Wir haben auf jeden Fall hier Spaß. Haters gonna hate. Haters gonna hate, so. Ja. Weißt du, wie wichtig das ist, dass man einfach man selbst bleibt, egal was die Leute erzählen? Ich glaube, das wissen viele da draußen nicht. Oder viele verbiegen sich für die Gesellschaft, für Freunde, für die Familie. Ich denke mir immer so, ey, bleib einfach du selber. Oh, damn. Oh, damn. Das ist so geil, wie die einfach auch im vierten noch so hoch schießt. Ne? Das ist echt, das ist so crazy. Du hast mir doch erzählt, die geht nur mit Gas hoch. Ja, ja. Ich merke richtig, wie die immer noch pusht. Das ist echt schön. Boah, geil, Mann. Ich kann mich wieder nicht auf den Verkehr konzentrieren. Warte mal kurz. 2, 3, 4, so. Das ist jetzt der vierte. Krank, Alter. Einfach nur mit Gas im vierten. Das ist schon crazy. Okay, soll ich mal schauen, ob das bei meiner auch geht? Ja. Okay, also, meine müsste ja 6 Gänge haben, das heißt. Soll, ja jetzt, 6 Gänge. Jetzt bin ich im vierten. Okay, geht, aber ist schon schwer. Ja, ne? Sehr schwer, also sehr, sehr schwer. Der hatte schon Powerprobleme. Ja, da fehlt mir halt das Drehmoment, ne? Das hast du natürlich. Ja, okay. Dann versuchen wir mal bei mir im fünften Gang. Boah, im fünften ist schon schwer. Eigentlich schneide ich das auch raus, ich fahre ja viel zu schnell. Mega geil, das macht einfach so Bock. Das ist echt so ein geiles Teil und ich würde so gerne damit mal richtig schön irgendwie richtig fahren, irgendwie eine geile Strecke, Landstraße oder so. Österreich. Sobald wir können, genau wollte ich gerade sagen, sobald wir können, müssen wir eine dicke Tour machen. Darauf habe ich so Bock. Ich meine, wir haben ja auch alles am Start. Wir haben die Zeit, wir haben Transporter, wir haben 2 Motorräder, wir haben die fucking Motivation, das zu tun und einen geilen Trip zu haben. Und ey, ganz ehrlich, ich würde auch im Zelt pennen. Hauptsache, wir sind an einem geilen Spot, können geile Sachen machen, Gaskocher an. Wirklich ganz simpel, da braucht man nicht viel. Definitiv. Ich brauche kein Luxushotel, 5 Sterne und Breakfast oder so. Das nein. Wirklich, es geht mir am Arsch vorbei. Also vor allem gerade auf so Roadtrips und wenn man am Reisen ist und so, da ist mir das echt so komplett auch egal, wo man schläft. Weil es geht ja wirklich darum, nur zu übernachten, weil den ganzen Tag über ist man unterwegs und macht geile Sachen und so weiter. Ne?
Also da reicht einfach ein billiges Airbnb oder weiß nicht, bei einem Kollegen auf der Couch oder so. Ich finde das so witzig, wie manche einfach so unbeeindruckt davon sind. Gucken so da vorbei und so, guck mal da hinten, da ist ein schöner Kran. Ach naja, so, egal. Und da macht einer einen Wheelie da rechts. Aber in dem Video eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall Davids Video aus, denn David wird das Schätzchen hier das erste Mal Probe fahren. Oh yes, ich bin schon ein bisschen Angst. So aufgeregt. Und ja, schreibt Angst. Mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Gerade mit Filtern und so weiter. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre ein Däumchen wie immer ein Träumchen. Sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Peace. Ah, ich mache jetzt auch mal so was Lustiges. Pass auf. Was kommt jetzt? Und haut rein, ihr Landratten. Pa, pa, pa.